An späterer Stelle setzen wir das Ganze dann hier fort. Schleimlinge, okay. Und den Kämmerer, den müssen wir echt im Hinterkopf behalten. Da müsst ihr mich im Zweifelsfall bitte dann auch mal dran erinnern, weil das ist so die Art von Dings, die ich ganz gerne einfach mal vergesse dann. Sind der angenehmste Zeitvertreib. Wenn du das sagst, mein Freund, dann wird da schon was dran sein. So. Gucken wir mal auf die Karte. Haben wir so ein paar Anlaufstellen hier. Hier gibt es zum Beispiel Alchemie-Zutaten, da können wir mal reingucken. Und dann gucken wir erstmal am Anschlagbrett vorbei und von da aus dann weiter, würde ich sagen. Moment, Frau... Ach, mit Käppchen. Ich hab erst gelesen, Frau mit Köpfchen. Das riecht ja köstlich. Da hab ich gedacht, das ist ja schon so ein bisschen sexistisch, ne? Also ein bisschen. Sexismus? In meinem Witcher? Alter, Leute, ich sehe wieder gar nichts hier. Muss doch irgendwo eine Tür sein. Aber anscheinend nicht hier. Kannst du bitte etwas heller werden? Moin! Der hat hier was zu untersuchen. Was hat er denn hier zu untersuchen? Informationen für Turnierteilnehmer. Na, das kennen wir ja schon. Ich nehme es trotzdem mit. Weil ich es kann. Verehrter Mann. Hi. Holla, ein Hexer. Endlich ein richtiger Kunde. Sag, was brauchst du? Geißblatt? Ignatiablüten? Wie läuft das Geschäft? Ah, die Kasse stimmt, aber unter uns, ich langweile mich zu Tode. Ich weiß, was meine Kunden wollen, bevor sie den Mund aufmachen. Glatzköpfe wollen Birkenharz, Damen wollen, was immer Anna Rietta gerade für ein Parfum verwendet. Wenn nur mal einer was Giftiges bestellen würde. Ah. Was Giftiges? Interessant. Okay, gut, was bietest du denn an? Zeig mir, was du anzubieten hast. Dadurch, dass wir jetzt natürlich das Skellige Deck zusammen haben, werden wir auch wieder vermehrt Gewinn spielen. Das dürfte inzwischen bekannt sein. Das sieht aus wie eine unglaublich große Ansammlung an Rezepten. Transmutation. Nehme ich auf jeden Fall alle. Wir müssen auch, wenn wir hier unsere Erforschung von Beauclair abgeschlossen haben, müssen wir unbedingt... uns unser Domizil in Corvo Bianco mal angucken dann. Wiederherstellungstrank. Stellt alle Fähigkeitspunkte wieder her, mit denen Mutationen entwickelt wurden, sodass sie neu investiert werden können. Mutagene, die zum Entwickeln von Mutationen verwendet wurden, werden nicht wiederhergestellt. Aha. Okay, cool. So, mein Freund. Wie wär's denn zum Abschluss noch mit einer kleinen Partie Gwint? Also ich finde das gut, dass Gwint hier in Toussaint definitiv um einiges lukrativer ist. Stimmung für eine Partie Gwint? Weil wir ja echt die Möglichkeit haben, jedes Mal 50 Kronen zu gewinnen jetzt. Vorher waren es was 10. Das war ja lächerlich und eigentlich kaum der Rede wert. So, ein Spion, zwei Spion, drei Spionen. Das ist ja schon mal sehr schön. Dann können wir den hier mal austauschen. Ja, ein bisschen schon mal uns auf die ganzen Sachen vorbereiten, ne? Na gut, war jetzt nicht der beste Tausch, aber... Ah, das ist ein Skellige. Oh Gott, ich war bei Monster. Ich war bei einem Monster-Deck. Wir kämpfen gegen Skellige, Leute. Und ich bin dumm. Er hat Finden. Okay. Das heißt, er wird sich meine Spione zunutze machen. Aber genau das tue ich natürlich auch. Wir haben auch zwei Finden in der Hinterhand. Und Skellige hat, glaube ich... tatsächlich auch keine eigenen Spione. Ich würde jetzt ganz gerne mal eine von diesen Madrome-Karten sehen.
um einfach mal zu sehen, was für Werte Bären eigentlich haben. Wir sind ja später selber noch gezwungen, mit dem Skellige Deck zu spielen, ne? Wenn wir an diesem Turnier teilnehmen wollen, dann da. Alter, der powert sich in der allerersten Runde schon auf 5 Handkarten runter. Ist der denn dumm? Ich habe im Prinzip noch überhaupt keine von meinen Ressourcen verbraucht hier. Ja, komm, hier, ist für dich. Darfst du gerne haben, die erste Runde. Ich habe alles erreicht, was ich mit ihr erreichen wollte. Oh, apropos, weil die Frage tatsächlich in den Kommentaren aufgekommen ist. Gut, ich weiß nicht, ob die betreffende Person, die diesen Kommentar geschrieben hat, sich das Witcher-Let's Play überhaupt anguckt. Ich hab natürlich auf den entsprechenden Kommentar auch mit einem Text geantwortet, aber ich kann es an dieser Stelle kurz erwähnen, weil ich ja eh gerade nicht so wirklich was anderes noch zu erwähnen habe. Und zwar, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist ist ja ein relativ langlebiges und tatsächlich auch relativ erfolgreiches Let's Play hier auf dem Kanal gewesen. Und da gab es ja für die Nintendo Switch dann eine, ja, ich will nicht sagen Fortsetzung, es ist mehr so eine erweiterte Version des Originalspiels gewesen, nämlich Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution oder irgendwie sowas in der Art. Und das hat mich, als das damals veröffentlicht wurde, das hat mich echt gereizt. Das hat mich gereizt, ich wollte das unbedingt spielen, ich wollte das unbedingt haben. Problem war nur, dass sich keine Nintendo Switch in meinem Besitz befunden hat. Aber ich bin jetzt tatsächlich darauf hingewiesen worden, dass es inzwischen eine PC-Variation dieses Spiels gibt auf Steam. Und ja, lasst mich sagen, mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Wenn wir gerade beim Kartenspielen sind, komme ich da drauf, ne? Sieben. Bei Gleichstand gewinnt Nilfgaard, ne? Na komm. Von daher geht mal davon aus, dass in absehbarer Zeit dann tatsächlich wieder neue Folgen in unserem Yu-Gi-Oh! Let's Play auf dem Kanal laufen werden. Nicht in den nächsten 1-2 Wochen, aber ich denke mal doch tatsächlich noch in der ersten Jahreshälfte. Bei Gleichstand gewinnt Nilfgaard, bei Gleichstand gewinnt Nilfgaard. Ich verlasse mich da jetzt drauf. Na, so wenig Ressourcen wie möglich. Aber guck mal, wir haben 10 Karten mehr als der Gegner. Guck mal, wir haben 6 Karten mehr als der Gegner. Nämlich natürlich den schwächeren Spieler noch mal auf die Hand. Das ist natürlich bitter. Das ist schon so ein bisschen bitter. Die spielen aber auch nur ihre eigenen Dinger aus, ne? Das sehe ich schon richtig. Oh, jetzt legt er aber noch mal richtig zu hier. Ich hätte ja ganz gern mysteriöser Elf mal wieder. Oh, danke! Oh, danke, du bist so ein Idiot, aber oh, danke! Das war gut, das war richtig gut. Das gibt mir die Möglichkeit, noch ein Spion zu spielen. Ha! Zack! Und gleich nochmal 2 Karten ziehen. Dankeschön! Okay, Rittersporn ist natürlich nicht so schön. Bam badam bam badam bam badam. Bam badam bam bam badam bam bam bam. Ah, wir fangen mit den Impera-Brigaden an jetzt. Wir haben ja Willen retten mehr auf der Hand. Wir können, ich will nur gerade noch gucken, ob er noch ein, zwei Neuner hat, die dann natürlich durch Rittersport auf 18 hochgepusht werden, die wir dann alle zusammen zerstören könnten. Das würde mich in der Tat sehr freuen.
Oder falls da jetzt noch eine dritte Schildmaid kommt, können wir die natürlich dann auch vernichten. Deswegen vermeide ich es gerade noch so ein bisschen, diese Karten auszuspielen. Ich vermeide es im Moment auch. Guckt mal. Hat sich definitiv gelohnt, dass wir da noch gewartet haben. Ja, jetzt können wir ihn nämlich so richtig schön in die Parade rotzen. Sobald ich soweit bin. Ich möchte ihm so wenig Chance wie möglich geben, da hinterher dann noch in irgendeiner Art und Weise zu kontern. Wir haben ja die definitive Kartenüberlegenheit. Von daher brauche ich mich in der Hinsicht da jetzt auch nicht so wirklich hetzen zu lassen, ne? Und dadurch, dass er sich aufgepowert hat, kann er natürlich auch so ein Verbrennen nicht einfach benutzen. Weil seine Einheiten halt die stärkeren sind. Und das ist gerade auch sehr schön. Ich lasse mir Zeit. Das ist ja frech. Ich meine, ich hatte im Friedhof eh nichts mehr drin, aber schon ein bisschen frech. Na komm, ist egal. Und zum Abschluss beschert uns nochmal gutes Wetter. Das freut mich aber. So, jetzt will ich aber wissen. Ich meine, ich gewinne auf jeden Fall. Ich kann ja die Schildmeiden noch mit meinem Drachen wegrotzen. Ich möchte wissen, ob ich auch ohne die Schildmeiden auf die Power käme, die notwendig ist. Um diese Schlacht zu... Guck mal, da hätten wir auch so schon gewonnen. Ja, wir bräuchten nicht mal den Drachen, aber der Drache sichert natürlich unsere absolute Überlegenheit. Tschüss! Wumms! 212 zu 81. Da geht die Sonne auf! Ach, wunderschön, ach, herrlich. Ich mag Wind. Ich mag auch Thronebreaker, also, CD Projekt, falls ihr, wieder jeglicher meiner Erwartungen dieses Video wahrnehmen solltet, gerne mehr davon. Ich habe gerade natürlich so ein ganz kleines bisschen die Befürchtung, dass es eventuell etwas länger dauern könnte, bis wir erfahren, welche Karte wir durch diese Gewinnpartie hier gerade gewonnen haben. Weil er muss ja jetzt hier erstmal diese ganzen Rezepte raushauen. In der Zeit können wir ja schon mal gehen. So ein Turnier hat man noch nicht gesehen, denn so ein Turnier hat es noch nie gegeben. Alle Gewinnliebhaber sind eingeladen, gegen Spieler aus aller Welt anzutreten. Außerdem bietet das Turnier die einmalige Gelegenheit, die neue, aufregende, skellige Fraktion zu spielen. Graf Monnier erwartet euch in der Fasanerie. Na gut, das wussten wir ja quasi vorher schon. So, hier muss jetzt irgendwo das, wozu haben wir eigentlich Ritter? Hier will ich rum. So, hier ist das nächste Anschlagbrett. Schöne Melodie. Für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Leichtes Langschiff haben wir erhalten. Schöne Melodie, habe ich gerade irgendwas verpasst? Leichtes Langschiff. Muss man ja mal gucken. Das da ist es. Weil da stehen ja dann mehrere Varianten von drin. Da muss ich gucken, wie man welche erhält. Damit ich mir dann auch das Richtige abhake. Damit ich dann mit der App im Zweifelsfall tatsächlich auch gucken kann, wo ich die mir noch fehlenden Karten eventuell herkriegen könnte. So, was haben wir denn hier? Jede Menge. Auftrag, Großmeister Rüstungsschmied. Meister Schmied in Beauclair sucht tapferen Mann, um verschollene Schemas zu finden. Der Auftrag ist sehr gefährlich
und wird entsprechend bezahlt und ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich einer der nächsten Aufträge, die wir in irgendeiner Art und Weise hier in Angriff nehmen werden. Dankeschön. Ankündigung eines Faustkampfturniers. Oh nein, ich dachte, das hätte ich hinter mir. Starker Mann! Denkst du, dass du unbesiegbar bist, weil du deinen Schwager vermöbelt hast? Gehen dir die Nachbarn aus dem Weg? Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du um den Titel des Faustkampfmeisters von Beauclair mitkämpfst. Besiege 3 Champions, bevor du die Ehre hast, gegen den Maestro selbst anzutreten. Weitere Informationen erhältst du beim Buchmacher in Saint-Sébastien und bei den Docks. Bewaffnete Eskorte gesucht. Wir suchen bewaffnete und kampferprobte Personen, die uns gegen vernünftige Gebühr zu Forschungszwecken in die Albertushöhle begleiten. Die Ritter behaupten, die Höhle sei sicher, daher handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Auguste, Lucien und Hugo Monard. Beweise dich bei den Tugendproben. Werter Leser, die Jahre vergehen. Doch alles Gute und Schöne braucht noch immer Verteidiger. Komm auf die Insel im Lac Cervalli und teste bei den Proben deine charakterliche Eignung. Bestehst du, sollst du belohnt werden. Gesucht, diskreter Spezialist. Gesucht, Fachmann, der das Mysterium um Reginald Daubrys Denkmal untersucht. Anforderungen: höchstes Arbeitsethos, absolute Diskretion und Erfahrung mit übernatürlichen Umständen. Außerdem wünschenswert tadelloses Auftreten, ästhetisches Empfinden, Kenntnisse in moderner Bildhauerei. Nähere Details bei Roland de Floquefossier, Kurator für Kunst- und Sammlerobjekte. Und Radau auf dem Friedhof. Da sich vom Einwohnerkomitee keiner zuständig fühlt, setze ich das Schreiben nun selbst auf. So kann es nicht weitergehen. Dieser höllische Krach auf dem Friedhof macht uns alle verrückt und keiner unternimmt was dagegen. Ich weiß, dass wir es alle hören. Selbst Madame Bouquet hat berichtet, dass der Lärm sie die ganze Nacht wach hält. Und sie wohnt weiter vom Friedhof entfernt als wir alle. Falls es einen Hexer gibt, der diesem Geschrei, Gejammer und Gezänk Ende bereiten kann, bezahle ich ihn aus eigener Tasche. Einfach im Schlauberger nach Charles Lanzano fragen. Das bin ich. Ich öffne schon mal die App und bereite die Quests vor, weil wir haben wieder einige erhalten jetzt hier, ne? Lac Cervalli. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Ja, warte. Oh mächtiger Gott. Okay, ist markiert. Vater weiß es eben nicht. Ist auch markiert. Wilder Wolf. Da. Wisst, dass der Tod euch scheidet. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. There can be only one. Okay, den habe ich schon gefunden. So, wisst, dass der Tod uns schneidet. Mehr als ein Meister. Wohin des Wegs, Silbermähne? Dann haben wir ja hier noch... Ach, das mit dem Friedhof ist keine... Das ist eine Nebenquest. Ach, cool. Ich hätte gedacht, das wäre ein Hexerauftrag gewesen. Na gut, aber wir haben einiges zu tun. Leute! Wir haben einiges zu tun. Ha, ich freue mich richtig. So, das Umland bietet auch... einiges zum Erforschen.
Nur noch 5 Anschlagblätter. Es gibt in unserem kompletten Abenteuer, es gibt in diesem kompletten Spiel jetzt noch ganz genau 5 Anschlagblätter, die wir noch besuchen müssen. Und dann, dann ist auch so allmählich dann tatsächlich Schicht im Schacht. So, wir haben hier 2 Kneipen. Nehmen wir erstmal die da auf. Wenn wir jetzt gerade hier in der Gegend unterwegs sind, dann suche ich diese ganzen Orte jetzt hier natürlich auch auf, ne? Von der Hand in den Mund und nichts, was ich fürs Alter beiseite. Ich gehe nicht. Ich mache es einfach. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich da sonst noch mal dran denke, dass wir hier noch weitergehen. Die Aufstellung. Was haben wir denn hier? Das Reginald Dobry bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wir schon bezahlt. Wir wollen unser Geld zurück. Die Karten bleiben gültig. Ihr müsst euch nur gedulden, bis die Ausstellung wieder geöffnet ist. Okay, da ist der Kunstkurator, dessen Aus haben wir eben gerade schon eingesammelt haben. Wieso ist unsere Vergiftung eigentlich so hoch? Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals die geht auch nicht zurück, ne? Bis auf Weiteres geschlossen. Warte mal, warte mal. Dann wollen wir einmal weißen Honig schlucken. So, besser. Hi, alles gut? Bitte weitergehen, die Ausstellung ist geschlossen. Was ist denn hier los? Oh Majoran, gib mir Kraft, ich ertrage es nicht. Ich glaube, ich war deutlich. Heute keine Besichtigung. Warte, bist du nicht dieser berühmte Hexer? Geralt von Riva? Ich glaube, ich habe Arbeit für dich. Ich habe den Aushang gesehen. Es geht um ein Denkmal? Die Angelegenheit ist sensibel, aber ich zahle auch gut. Leider kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Interessiert? Klar, immer. Die Statue. Erzähl mir, wo das Problem ist. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Viel mehr. Komm mit. Ich zeig es dir. Ich habe ja schon eine Idee, worum es gehen könnte. Hier ist es. Unser ganzer Stolz. Reginald Dobry. Ein Gigant unter den Liebhabern, ein hervorragender Schwertmeister und obendrein ein trefflicher Musiker, dessen Hände so manches zum Klingen bringen. Hm, und was stimmt nicht damit? Wie soll ich sagen, die Kronjuwelen sind weg. Jemand hat einer Statue die Hoden gestohlen? Das ist ja nicht einfach nur eine Statue. Es ist das einzige Denkmal, das auf die Originalform von Reginalds eigenen Genitalien zurückgeht. Zertifiziert und geprüft. Ich hasse mein Leben. Sie entstammen höchst eigenen Lenden und schenken jedem, der sie berührt, unvergleichliche Virilität. Mit Eintrittskarte jedenfalls. Daher musst du die Kronjuwelen wiederfinden. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erzähl mir alles über Reginald, was du weißt. Da gibt es doch so viel. Der Legende nach haben er und der Architekt Pharamond Beauclerc entworfen. Hm, beeindruckend. Vor allem hat Reginald sich um Fluchtrouten für Liebhaber verdient gemacht, die mit runtergelassenen Hosen erwischt werden. Im übertragenen und im wörtlichen Sinne. Später hat er sie selbst oft verwendet. Nicht aus Furcht, bewahre, sondern weil er seine Rivalen nicht im Duell töten wollte. Aha. Wann hat der Diebstahl denn stattgefunden? Das kann erst ein paar Stunden her sein. Ich habe die letzte Gruppe gerade erst geführt, da waren die Kronjuwelen noch da, wo sie hingehören. Gibt es Verdächtige? Angesichts der enormen Potenz von Reginalds Goldsack ist jeder verdächtig. Wer würde ihn nicht für sich wollen? Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Tu, was du tun musst, um Reginalds Kronjuwelen in die Hand zu kriegen. Ohne sie sieht Beauclairs Touristikbranche harten Zeiten entgegen. Harten Zeiten. Alter! Es wird alles.
alles wieder gut. Die Wortwitze in dieser Quest sind ja unübertroffen. Na gut. Dann gucken wir mal. Die Sägespuren sind gerade und glatt. Präzise Kastration, würde ich sagen. Ist hier noch mehr Hinweise, denen man eventuell folgen könnte? Keine Sorge, Regina, keine Sorge. Bald bist du wieder ganz. Aha. Ach so, wir folgen den Sägespänen. Was ist das denn da? Diamantsägeblatt, das Tatwerkzeug. Ein Stück Mantelstoff an einem Nagel. Schweres Parfum. Der Geruch dürfte mir den Weg weisen. Na, dann gehen wir doch mal gucken. Guck mal, wir kommen jetzt auch an dieser Kneipe vorbei, die mir schon aufgefallen ist hier. Ich würde noch mal versuchen, ob wir da reinkommen, aber ich glaube nicht, ne? Mein Herz fließt über von all der Schönheit. Unsere Ritter sollten sich mal lieber um die Wandergilden kümmern, anstatt auf Turnieren herumzustolzieren. Wobei, es könnte das hier sein. Ist auch abgeschlossen. Warum? Warum ist die Kneipe abgeschlossen? Meine Güte, da versuche ich schon, euch auszuweichen. Da ist ja der Geruchsstoff. Bin ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht die Quest, die ich jetzt gerade machen wollte. Also eigentlich wollte ich jetzt gerade überhaupt gar keine Quest machen, aber... Iss, trink, mach den Gürtel locker, du bist in Toussaint. Ich bin ja gespannt... Toussaints Probleme lassen sich nur mit traditioneller Moral lösen. Ja, gut, okay, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich. Bist du taub oder tot? Das führt hier weiter, ne? Drei Wämser habe ich und in keinem davon kann ich mich zeigen. Nein, tut es nicht. Das führt... hier rein. Ob das wirklich stimmt, gucken wir in der nächsten Folge, denn... jetzt wird noch ein bisschen gelesen. So. Mal. Öffnen wir mal die Karte. Aha. Mhm. Sehr interessant. Sagt mir eigentlich gesagt gar nichts. So. Heute herzogliche Chroniken. Erstausgabe. Herzogliche Chroniken. Band. Ich glaube, das ist eine 56. Ich gehe jetzt einfach mal spontan davon aus, dass das eine 56 ist. Lamas Sauvin, 1268, Auszüge. Im Monat vor den Feierlichkeiten zum Fest des Fasses brach das Herzogspaar mit einer Abordnung Adliger zu einem nachbarschaftlichen Besuch an den Hof von Königin Calante von Sintra auf. Der Besuch hatte sowohl einen sozialen als auch einen politischen Hintergrund, da sich die Herzogin erhoffte, dass Königin Calante dem internationalen Gebot folgen und ihrerseits einen Besuch abstatten würde, vorzugsweise zum oben genannten Fest, um dieses mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Das Herzogspaar wurde von seinen beiden Töchtern Sianna und Anarieta begleitet. Hier sollte erwähnt werden, dass beide Mädchen unheimlich wachsen und es nicht mehr lange dauern wird, bis Ehemänner für sie gefunden werden müssen.
Im Falle der älteren Tochter, Sianna, dürfte dies kein Problem sein, da Freya aus der gesamten zivilisierten Welt um die Hand der zukünftigen Herzogin anhalten werden, insbesondere sobald sie ihr Porträt sehen, das kaum einer Verschönerung bedarf. Bei der jungen Anarietta sieht das etwas anders aus, da sie gärtenschlank ist und rotbraunes Haar hat. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass ihr Charme im Laufe der Zeit zunimmt. Charakter und Vorstellungskraft besitzen beide Mädchen im hohen Maße. Ne, das ist ja charmant und herzallerliebst, ja. Genau solche Texte würde ich über mich auch in irgendwelchen Chroniken lesen wollen.